In der letzten Woche hatten wir uns mit dem zentralen Begriff des begünstigten Betriebsvermögens befasst. Und die Schwierigkeit dabei war, die begünstigten Vermögensgegenstände von den nicht begünstigten zu trennen. Letztere betreffen das sogenannte Verwaltungsvermögen. Und wir haben gesehen, dass das Gesetz dort sehr differenzierte Unterscheidungen macht, einmal beim Verwaltungsvermögen und jungen Verwaltungsvermögen und innerhalb dieser Gruppe des Verwaltungsvermögens bei den Finanzmitteln sowie den jungen Finanzmitteln. Das war die Vorarbeit dafür, dass wir uns jetzt mit den sogenannten fünf Säulen der Begünstigung von Betriebsvermögen im Einzelnen befassen können, weil jede Regelung tatbestandlich voraussetzt, dass begünstigtes Betriebsvermögen vorliegt. Und deswegen war es wichtig, dass wir in der letzten Woche, die durchaus trockene Arbeit geleistet haben, um dann jedenfalls ein Verständnis von diesem Tatbestandsmerkmal zu gewinnen. Wir werden heute die einzelnen Regelungen einmal durchgehen. Wir werden beginnen mit der sogenannten Regelverschonung, die im Ergebnis 85%, sofern die Voraussetzungen vorliegen, steuerfrei stellen, 85% bezogen auf das begünstigte Betriebsvermögen. Daneben gibt es ein sogenanntes Wahlrecht zur Optionsverschonung, welches unter strengeren Voraussetzungen ermöglicht, sogar 100% des begünstigten Erwerbs steuerfrei zu stellen. Eine Besonderheit sieht der Gesetzgeber vor für Familiengesellschaften, die einen sogenannten Vorwegabschlag erhalten können. Dann kommen wir schon zu dem Verschuldungsabschlag zu Großerwerben. Das sind Erwerbe, die einen Schwellenwert von 26 Millionen Euro überschreiten. Und hier sieht der Gesetzgeber ein Abschmelzungsmodell vor, was im Ergebnis dazu führt, dass der Prozentsatz der Steuerbefreiung in Abhängigkeit der Größe des Erwerbs schmilzt. Und bei besonders großen Erwerben ist eine Bedarfsprüfung vorzunehmen, um gegebenenfalls in der Rechtsfolge Steuern zu erlassen. Diese Abstufungen sind letztendlich Folge der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Die letzten beiden Punkte, die Tarifentlastung nach § 19a, soll im Wesentlichen bewirken, dass das begünstigte Vermögen nach dem besten Steuertarif, nämlich Steuerklasse 1, versteuert wird, was dann immer relevant ist, wenn der Erbe oder der Beschenkte eben nicht die persönlichen Voraussetzungen für diese Steuerklasse erfüllt. Und last not least gibt es eine Stundungsregelung. So, das ist das Programm für heute. Und wenn wir das absolviert haben, werden wir Übungsfälle besprechen, die Sie dann auf die Klausur vorbereiten. Und ich gehe davon aus, dass wir das in der uns zur Verfügung stehenden Zeit heute leisten können. Ich beginne also jetzt in der dargestellten Reihenfolge. Paragraph 13 Absatz 1. Vielleicht machen wir uns einmal die Mühe, in den Gesetzestext zu schauen. Die Norm lautet: Begünstigtes Vermögen im Sinne des Paragraphen 13b Absatz 2 bleibt vorbehaltlich der folgenden Absätze zu 85% steuerfrei, Klammer auf Verschonungsabschlag. Und jetzt kommen die Voraussetzungen. Wenn der Erwerb begünstigten Vermögens im Sinne des Paragraphen 13b Absatz 2 zuzüglich der Erwerbe im Sinne des Satzes 2 insgesamt 26 Millionen Euro nicht übersteigt.
die zuzüglichen Erwerbe im Sinne des Satzes 2 sind im Prinzip Vorerwerbe. Darum wollen wir uns jetzt nicht weiter kümmern. Aber wichtig ist hier einmal die Voraussetzung, dass der Erwerb des begünstigten Vermögens insgesamt geringer ist als 26 Millionen Euro. Wie der Gesetzgeber jetzt gerade auf diese Zahl kam, erschließt sich mir nicht, ist letztendlich eine politische Entscheidung. Es kommt eine weitere Tatbestandsvoraussetzung hinzu, die sich jetzt nicht aus der Grundregelung ergibt, sondern aus dem Absatz 5. Der lautet wie folgt: Ein Erwerber kann den Verschuldungsabschlag, Klammer auf Absatz 1, Klammer zu, und den Abzugsbetrag, Klammer auf Absatz 2, Klammer zu, nicht in Anspruch nehmen, soweit er begünstigtes Vermögen im Sinne des Paragraphen 13b Absatz 2 aufgrund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers oder Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. Dies ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Der Gesetzgeber will nur denjenigen begünstigen, der auch tatsächlich als Erwerber das Unternehmen fortführt. Haben wir einen Durchgangserwerb, dass wir zwar einen Erben oder einen Beschenkten haben und dieser muss dann das Erworbene weitergeben, dann ist insoweit der Begünstigungszweck nicht erreicht und deswegen kann in einem solchen Fall auch dann die Regelverschonung, der Verschonungsabschlag nicht gewährt werden. Das ist letztlich ein Tatbestandsmerkmal, was uns immer wieder begegnen wird, auch bei anderen Tatbeständen. Eine weitere Voraussetzung ist, das ergibt sich aus der Definition des Paragraphen 13b Absatz 4. Und zwar besteht das begünstigungsfähige Vermögen zu mindestens 90% aus Verwaltungsvermögen, sogenanntes übermäßiges Verwaltungsvermögen, ist es von jeder Verschonung ausgenommen. Das heißt, weitere Voraussetzung ist, dass das Verwaltungsvermögen kleiner ist als das begünstigungsfähige Vermögen. Das heißt, wir müssen einen sogenannten 90%-Test machen, um dann entscheiden zu können, ob für das restliche begünstigte Vermögen, hier in der Darstellung grün dargestellt, dann der Verschonungsabschlag gewährt werden kann. Und die Art, wie man das berechnet, habe ich hier auf verschiedene Weise dargestellt. Einmal anhand dieser Skizze, aber auch einmal anhand einer mathematischen Formel. Sie sehen, wenn das sozusagen das gesamte Betriebsvermögen ist, das begünstigungsfähige Vermögen, besteht dies aus zwei Teilen, nämlich dem tatsächlich begünstigten Vermögen und dem Verwaltungsvermögen. Und das Verwaltungsvermögen muss kleiner sein als 90% bezogen auf das gesamte begünstigungsfähige Vermögen. Das können Sie dann auch in einer Formel darstellen, nämlich Summe des Wertes des Verwaltungsvermögens inklusive des jungen Verwaltungsvermögens und der Finanzmittel und auch der jungen Finanzmittel, also des gesamten Verwaltungsvermögens, dividiert durch den Wert des Betriebsvermögens. Wenn Sie nun anteiliges Betriebsvermögen erwerben, dann eben anteilig. Und hier in dem grauen Kästchen ist dasselbe noch einmal dargestellt. Dieses graue Kästchen ist den Erbschaftssteuerrichtlinien entnommen. Wichtige Hinweise zum Verwaltungsvermögenstest. Es ist ausdrücklich ausgeschlossen, dass eine Schuldenverrechnung mit Finanzmitteln stattfindet. Wir haben gesehen, dass bei dem Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 die sogenannten Finanzmittel, die mit Schulden saldiert werden dürfen.
Dies ist für Zwecke des Verwaltungsvermögenstests nicht erlaubt. Und auch die quotale Schuldenverrechnung, Sie erinnern sich, Paragraph 13b Absatz 6, das sogenannte Nettoverwaltungsvermögen, was letztendlich dazu führt, dass das Verwaltungsvermögen durch einen anteiligen Schuldenabzug verringert wird, mit der Folge, dass das begünstigte Vermögen sich vergrößert. Diese quotale Schuldenverrechnung ist ebenfalls nicht erlaubt. Und es gibt eine enge Ausnahme für besondere Altersversorgungsverpflichtungen, das auch nur unter besonderen Voraussetzungen. Aber das ist hier sehr speziell, müssen wir nicht im Detail besprechen. Und auch den Freibetrag für das unschädliche Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 7, auch den haben wir letzte Woche besprochen, der ist nicht zu berücksichtigen. Das heißt, das Verwaltungsvermögen im Sinne des 90%-Tests ist ein Bruttowert ohne die vorgenannten Verrechnungen. Das kann man durchaus kritisch sehen. FG Münster beispielsweise hat die Einbeziehung von Finanzmitteln, ohne dass entsprechende Schulden verrechnet werden dürfen, als verfassungswidrig angesehen, beziehungsweise es hat ernstliche Zweifel, ob das verfassungskonform ist. Und das ist ergangen in einem Beschluss, der ist noch gar nicht so alt, aus dem Jahre 2019. Der Beschluss ist rechtskräftig geworden und auch das Schriftum hat diese reine Bruttobetrachtung beim Verwaltungsvermögen kritisiert. Und gut, eine rechtliche Kategorie wird aus einer solchen Kritik natürlich nur dann, wenn man sagt, es verstößt gegen höherrangiges Recht, aber diesen Schritt hat das Finanzgericht Münster unternommen. Ich meine, das lässt sich hören. Die Rechtsfolge ist, dass das begünstigte Vermögen zu 85% steuerfrei ist. Und nach 13a Absatz 2 wird das begünstigte Vermögen nochmal um einen Abzugsbetrag verringert in Höhe von 150.000 Euro. Aber dieser schmilzt ab. Der nach Anwendung des Absatzes 1 verbleibende Teil des begünstigten Vermögens bleibt außer Ansatz, soweit der Wert dieses Vermögens insgesamt 150.000 Euro nicht übersteigt. Das heißt, ist das begünstigte Vermögen kleiner gleich 150.000 Euro, fällt auch im Bereich der Regelverschonung, obwohl nur 85% steuerfrei gestellt werden, aufgrund des Abzugsbetrags dann im Ergebnis keine Steuer an. Aber Satz 2, der Abzugsbetrag von 150.000 Euro verringert sich, soweit der Wert dieses Vermögens insgesamt die Wertgrenze von 150.000 Euro übersteigt, um 50% des diese Wertgrenze übersteigenden Betrags. Weiterer Punkt ist, dass man den Abzugsbetrag nur alle 10 Jahre einmal in Anspruch nehmen darf. Hier sehen wir, dass der Abzugsbetrag in voller Höhe bei Erwerben bis zu 1 Million abgezogen werden kann. Das ergibt sich aus der Formel. Abzugsbetrag gleich 1 Million mal 15% gleich 150.000 Euro. Und die 150.000 Euro können vollständig verwendet werden. Und das reduziert sich halt in Abhängigkeit der Höhe des Erwerbs und führt dann bei einem Erwerb von 3 Millionen zu einer vollständigen Abschmelzung. Das heißt, er wirkt sich im Ergebnis nicht mehr aus. Das können Sie mit dieser Formel ermitteln. Besonderheit der Regelverschonung ist, dass sie an nachträgliche Voraussetzungen geknüpft sind. Und da sind letztendlich dann keine Tatbestandsvoraussetzungen für die Gewährung der Verschonung, sondern das sind schädliche Sachverhalte, die, wenn sie eintreten, dann rückwirkend die Steuerbefreiung entfallen lassen. Und hier wollen wir zwei
Fallgruppen besprechen. Einmal die sogenannte Einhaltung der Mindestlohnsumme während der Lohnsummenfrist nach § 13 Absatz 3 und der zweite Fall, die schädliche Weiterveräußerung oder Entnahme des begünstigten Betriebsvermögens innerhalb der fünfjährigen Behaltensfrist. Das ist der § 13a Absatz 6. Und für die zweite Fallgruppe schon mal vorweg, der maßgebliche Zeitpunkt ist das obligatorische Rechtsgeschäft. Man kann also nicht hergehen, ein Jahr nach Erwerb bereits schuldrechtlich verfügen, beispielsweise einen Kaufvertrag schließen, der sozusagen erst in 5, 6 Jahren nach Ablauf der Behaltensfrist dinglich vollzogen wird. Das wäre bereits eine schädliche Veräußerung. Jetzt schauen wir uns aber zunächst einmal die erste Fallgruppe an, Einhaltung der Mindestlohnsumme während der Lohnsummenfrist. So, die normative Grundlage ist hier für 13 Absatz 3. Der lautet wie folgt: Voraussetzung für die Gewährung des Verschonungsabschlags nach Absatz 1 ist, dass die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen, das wird dann in den Sätzen 6 bis 13 genauer definiert, also dass die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen des Betriebs, Pünktchen, 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 innerhalb von 5 Jahren nach dem Erwerb, Lohnsummenfrist, insgesamt 400% der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet. Das ist dann die sogenannte Mindestlohnsumme. Und die Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Lohnsumme der letzten 5 Jahre. Ich muss aber einen Schluck Wasser trinken, Entschuldigung. Die Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Lohnsumme der letzten 5 vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer endenden Wirtschaftsjahre. Schauen wir uns das im Einzelnen einmal an. Es gibt zunächst einmal Ausnahmen von dieser Behaltensfristbedingung, nämlich einmal für Kleinstbetriebe, die entweder keine Lohnsumme haben oder nicht mehr als 5 Beschäftigte haben. Die sind davon nicht betroffen. Und bei Betrieben, die 6 bis 10 Beschäftigte haben, beträgt die Mindestlohnsumme 250%. Und bei Betrieben mit 11 bis 15 Beschäftigten 300%. Schauen wir uns einmal ein Beispiel dazu an. Der A erwirbt sämtliche Anteile an der A GmbH. Die A GmbH beschäftigt 23 Arbeitnehmer. Im Besteuerungszeitraum, Zeitpunkt beträgt die Ausgangslohnsumme der A GmbH 1 Million Euro. Nach 5 Jahren beträgt die Lohnsumme der A GmbH 3 700.000 Euro. Das entspricht 370% der Ausgangslohnsumme. So, wir sehen hier einmal, die A GmbH beschäftigt 23 Arbeitnehmer. Deshalb fällt sie nicht in die Gruppe der Kleinbetriebe, sodass sie die Lohnsumme von 400% der Ausgangslohnsumme erreichen muss. Also ist das der maßgebliche Maßstab. Nach 5 Jahren, also nach Ende der Behaltensfrist, beträgt die Lohnsumme 3,7 Millionen Euro. Das entspricht dann eben nur 370% der Ausgangslohnsumme. Und was passiert dann? Dann wird die Lohnsumme prozentual gekürzt, und zwar in dem Umfang, wie sie unterschritten wird. Und das ermittelt sich nach dieser Formel. Die Sollsumme von 370, das ist die Ausgangsgröße, davon wird
die tatsächliche Lohnsumme abgezogen und durch die Soll-Lohnsumme geteilt. Daraus ergibt sich der Unterschreitungsbetrag prozentual. Und das wird dann auf die 85%, das ist ja der Befreiungssatz im Regelfall, angewendet, sodass wir dann eine Steuerbefreiung nur von 78,8% haben, in dem Fall, wo die Lohnsumme geringfügig unterschritten wurde. So, diesen Sachverhalt, den ergänzen wir jetzt um einen Punkt, nämlich dass der A zusätzlich noch ein Einzelunternehmen erwirbt. Und das, was jetzt fett gedruckt ist in diesem Sachverhalt, ist der zusätzliche Sachverhalt. Das einfach gedruckte ist der Sachverhalt aus dem vorangegangenen Beispiel. Und so wie das Beispiel hier jetzt dargestellt ist, entspricht das genau den Hinweisen in den Erbschaftssteuerrichtlinien. Also der A erwirbt nicht nur die Anteile an der A GmbH, sondern auch ein Einzelunternehmen. Und dieses beschäftigt 27 Arbeitnehmer und hat eine Ausgangslohnsumme von 2 Millionen Euro. Und am Ende haben das Einzelunternehmen eine Lohnsumme von 10.600.000 Euro. So, was passiert jetzt? Wir sehen, das überschreitet deutlich den Sollwert von 400%. Und hier ist es so, dass wir die Werte addieren, sodass wir insgesamt auf eine Lohnsumme von 14.300.000 Euro kommen. Das entspricht 476% der Ausgangslohnsumme und damit ist der Sollwert von 400% erreicht, sodass hier keine Nachversteuerung stattfindet. Also es wird nicht jeder Betrieb einzeln betrachtet, sondern hier werden die Betriebe zusammengerechnet. Gucken wir uns jetzt noch an, was alles relevant ist, um die Lohnsumme zu ermitteln. Also welche Arbeitnehmer oder welche Löhne von Arbeitnehmern erfasst werden. Und das sind zunächst einmal die Beschäftigten, die auf den Gehaltslisten des Unternehmens erfasst sind. Und zwar egal, ob sie Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind. Und die Konzerngesellschaften werden mit einbezogen. Anteilig mit einbezogen. Also wenn ich nur 50% an einer Gesellschaft beteiligt bin, wird die Lohnsumme oder werden die Beschäftigten und die daraus generierte Lohnsumme auch nur anteilig nur von 50% einbezogen. Lohnsumme sind alle Vergütungen, die die Beschäftigten erhalten und im Regelfall können sie die Lohnsumme aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens ersehen. Das ist in der sogenannten G&V-Gliederung in der Regel ein Konto, welches die Lohnsumme sämtlicher Beschäftigten erfasst und die Finanzverwaltung akzeptiert im Grundsatz, dass die Lohnsumme aus der ertragsteuerlichen Gewinn- und Verlustrechnung entnommen wird. Nicht berücksichtigt werden hierbei Beschäftigte, beispielsweise die in Mutterschutz sind, Ausbildungsverhältnisse, Krankengeldbezieher, Elterngeldbezieher und Saisonarbeiter. Lohnsumme im Konzern hatte ich gerade schon kurz en passant ausgeführt. Das ist dann hier
auf die Beteiligungsquote ankommt. Sie werden also grundsätzlich einbezogen, aber dann nachvollziehbar folgerichtig eben nur in Höhe der Beteiligungsquote. Eine Sonderregelung enthält das Gesetz auch für Betriebsaufspaltung. Hier liegt es auch nahe, die Lohnsumme und auf die Anzahl der Beschäftigten von Besitz- und Betriebsunternehmen zu beziehen. Ebenso bei Sonderbetriebsvermögen. Das kennen Sie noch aus unseren Beispielsfällen zum Ertragssteuerrecht. Sollte es mal vorkommen, dass im Sonderbetriebsvermögen eine Lohnsumme vorhanden ist, was vermutlich nur in Ausnahmefällen der Fall sein dürfte, dann wird auch diese Lohnsumme berücksichtigt. Die Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Lohnsumme der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer. Das heißt, man nimmt doch einen relativ langen Zeitraum rückblickend, letztendlich auch vor dem Hintergrund, weil das dann Gestaltungsmaßnahmen doch erheblich erschwert, wenn man jetzt beispielsweise mit Blick auf einen anstehenden Erwerb jetzt die Lohnsumme durch Ausgliederungsmaßnahmen beispielsweise künstlich nach unten drückt, dann würde ein solcher Effekt eben nur mit 1/5 berücksichtigt und hat im Wesentlichen dann keine Wirkung, jedenfalls keine nennenswerte Wirkung. Darum greift der Gesetzgeber hier einen relativ langen Zeitraum rückwärts betrachtet ab. Und die Ausgangslohnsumme unterliegt verfahrenstechnisch einer gesonderten Feststellung. So, Rechtsfolge bei rückwirkender, bei Unterschreitung der Lohnsummengrenze ist eben die rückwirkende Verminderung des Verschonungsabschlags. Das hatten wir gerade in dem Beispiel schon gesehen. Und zwar nur verhältnismäßig. Eigentlich wäre das Beispiel von gerade hier vielleicht sogar besser platziert gewesen. Den Inhalt hatten wir dann also besprochen, können weitergehen. Und sind jetzt hier schon bei der zweiten Fallgruppe, die gegebenenfalls zu einem rückwirkenden Wegfall der Steuerbefreiung führen kann. Und das ist die schädliche Weiterveräußerung oder Entnahme nach § 13a Absatz 6. Auch hier schauen wir einmal ins Gesetz. Der Gesetzestext lautet: Der Verschonungsabschlag Absatz 1 und der Abzugsbetrag Absatz 2 fallen nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit der Erwerber innerhalb von 5 Jahren, Klammer auf Behaltensfrist, Klammer zu, einen Gewerbebetrieb, Pünktchen, 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 veräußert. Das wäre die Nummer 1. Weiteres schädliches Ereignis wäre auch die Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen. Das sind halt die gerade bereits erwähnten anderen Vermögensgegenstände. Entnahmen, welche die Summe der Einlagen oder Gewinnanteile seit dem Erwerb mehr als 150.000 Euro übersteigen oder die Aufhebung eines Poolvertrags. Sie kennen das, wenn Sie eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft halten, die 25% oder geringer ist, bezogen auf das Kapital der Gesellschaft, dann haben Sie kein begünstigungsfähiges Vermögen. Sie können dieses nicht begünstigungsfähige Vermögen umqualifizieren in begünstigungsfähiges Vermögen, wenn Sie sich mit anderen in einem Pool- und Stimmbindungsvertrag zusammenschließen. Und wenn ein solcher Vertrag aufgehoben wird, dann ist das ein schädliches Ereignis. Die Rechtsfolge ist der rückwirkende Wegfall des Verschonungsabschlags und des Abzugsbetrags und der Umfang ist zeitanteilig. Also hier ist der Gesetzgeber milde. Er hat keinen Fallbeil angeordnet in dem Sinne,
dass so ein schädliches Ereignis dann insgesamt die Steuerfreiheit entfallen lässt, sondern nur zeitanteilig im Verhältnis zur verbleibenden Behaltensfrist. Dazu ein Beispiel. Veräußert der Erwerber den geerbten Gewerbebetrieb im dritten Jahr nach dem Erbfall, hat er 2 volle Jahre den Gewerbebetrieb gehalten, hat sich also wohlverhalten für 2 Jahre, aber es fehlen eben 3 Jahre, um die 5-Jahresfrist einzuhalten, sodass dann im Ergebnis von dem Verschonungsabschlag und dem Abzugsbetrag 3/5 rückwirkend entfallen. Also nicht etwa 5/5, sondern 3/5. Das ist hier eine verhältnismäßig schonende Regelung aus Sicht des Erwerbers. Sollte mal ein schädlicher Veräußerungsvorgang vorliegen, dann kann dieser geheilt werden. Und zwar dann, wenn in begünstigtes Vermögen innerhalb von 6 Monaten reinvestiert wird. Und zwar muss die Reinvestition in die Wirtschaftsgüterkategorie erfolgen, die auch veräußert worden ist. Und diese Reinvestition muss relativ zeitnah erfolgen, das heißt innerhalb von 6 Monaten. Das heißt, vom Sachverhalt her muss man einmal erkennen, dass man eine wesentliche Betriebsgrundlage veräußert hat. Dies bedarf ja auch dann erstmal einer Würdigung und Erkenntnis. Wenn ich allerdings ein Wirtschaftsgut entnehme, entfällt dieses Reinvestitionsprivileg. So, Beispiel dazu. Veräußert der Erwerber innerhalb von 5 Jahren wesentliche Betriebsgrundlagen, entfällt der Verschonungsabschlag zeitanteilig. Das hatten wir schon gesehen. Und jetzt reinvestiert er binnen 6 Monaten nach Veräußerung in ein begünstigtes Betriebsvermögen und dann tritt Heilung ein. Und ich hatte gerade schon ausgeführt, dass man in den gleichen Vermögensteil investieren muss. Das ist die Auffassung der Finanzverwaltung. Das wird im Schriftum teilweise bestritten, dass das zutreffend ist. Ich halte das an der Stelle allerdings für zutreffend, weil man muss sehen, die Reinvestitionsklausel ist eine Brücke, um ein möglicherweise versehentlich veräußertes Wirtschaftsgut steuerlich zurückzuholen. Und da meine ich, ist es eng zu verstehen, dass sich dann das reinvestierte Wirtschaftsgut auch funktional, oder dass ein solches reinvestiertes Wirtschaftsgut funktional dem entsprechen muss, was veräußert worden ist. Rechtsprechung gibt es dazu noch nicht. Dazu ist die gesamte Rechtslage noch zu neu. Aber es wird sicherlich auch irgendwann mal einer richterlichen Klärung zugeführt werden. So viel die Grundlagen zur Regelverschonung. Der nächste Punkt ist die Optionsverschonung. Die ist ebenfalls im 13a geregelt und zwar im Absatz 10. Da bitte ich Sie auch einmal mitzulesen. Der Absatz 10 lautet, ich lese jetzt wie immer nur auszugsweise vor, der Erwerber kann unwiderruflich erklären, dass die Steuerbefreiung nach den Absätzen 1 bis 9 in Verbindung mit § 13b nach folgender Maßgabe gewährt wird. Erstens, in Absatz 1, Satz 1 tritt an die Stelle des Verschonungsabschlags von 85% ein Verschonungsabschlag von 100%. Also letztendlich die volle Steuerfreistellung. In Absatz 3, Satz 1 tritt an die Stelle der Lohnsummenfrist von 5 Jahren eine Lohnsummenfrist von 7 Jahren. Das heißt, Sie sehen, hier ist eine verschärfte Anforderung. Dann drittens, in Absatz 3, Satz 1 und 4 tritt an die Stelle der Mindestlohnsumme von 400% eine Mindestlohnsumme von 700%.
Auch hier sehen Sie die Verschärfung der Voraussetzungen im Verhältnis zur Regelverschonung. Und die Behaltensfrist, das wäre Nummer 6, tritt an die Stelle der Behaltensfrist von 5 Jahren eine Behaltensfrist von 7 Jahren. Unter diesen Voraussetzungen wird dann ein Verschonungsabschlag von 100%, also eine vollständige Steuerbefreiung, gewährt. Die ganzen übrigen Erwägungen mit schädlicher Veräußerung des Betriebs oder wesentlicher Betriebsgrundlagen, das gilt dann entsprechend auch für die Optionsverschonung, dann mit den anderen Parametern, die wir uns hier vielleicht noch einmal in der Übersicht angucken können. Was will uns diese Tabelle sagen? Das ist eigentlich nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich erläutert habe. Hier werden Regelverschonung und Vollverschonung, also Absatz 1, 13 Absatz 1 und Absatz 10 miteinander verglichen. Ausgangspunkt ist stets das begünstigte Betriebsvermögen. Dann weitere Voraussetzung ist, das haben wir gesehen, es gilt für Kleinerwerbe, wobei Erwerbe bis 26 Millionen, wenn man an diesen Schwellenwert herangeht, sicherlich auch nicht mehr wirklich von einem Kleinerwerb sprechen kann. Es darf keine Weiterübertragungsverpflichtung bestehen des Erwerbers an einen anderen, also das ist die Regelung des Paragraphen 13 Absatz 5, die wir gesehen haben. Und hier kommen wir jetzt zu einem Unterschied. Wir müssen bei der Regelverschonung einen Verwaltungsvermögenstest machen, wobei wir gesehen haben, dass das Verwaltungsvermögen kleiner sein muss als 90%. Und bei der Vollverschonung muss es kleiner sein als 20%. Hier ist allerdings eine Besonderheit zu berücksichtigen, dass beim Verwaltungsvermögen, haben wir gesehen, ist ein Bruttowert, der einen Schuldenabzug nicht erlaubt. Allerdings darf für die Ermittlung des an sich strengeren Maßstabs ist hier teilweise eine Netto-Saldierung möglich, nämlich die von den Finanzmitteln dürfen Schulden abgezogen werden. Das kann bei Unternehmen, gerade bei jungen Unternehmen, die hochgradig fremdfinanziert sind, dazu führen, dass sie den 90%-Test für die Regelverschonung nicht erfüllen, aber den 20%-Test für die an sich strengeren Voraussetzungen oder die als strenger gewollten Voraussetzungen erfüllen und sogar in der Rechtsfolge dann eine größere Steuerbefreiung erreichen könnten als eigentlich im gesetzlich geregelten Normalfall. Da stellt sich die Frage nach den systematischen Verhältnissen dieser beiden Regelungsregime zueinander. Das ist im Gesetz gar nicht klar geregelt. Die Finanzverwaltung sagt, die Vollverschonung setzt inzidenter voraus, dass man auch die Voraussetzungen der Regelverschonung erfüllt. Das macht in gewisser Weise Sinn. Es klingt überzeugend vom Gesamtergebnis her. Aus dem Gesetz ergibt sich das so nicht unmittelbar und das wird möglicherweise auch nochmal Gegenstand strittiger Auseinandersetzungen und dann einer richterlichen Klärung zugeführt werden. So, im Übrigen gelten die Bedingungen zur Ermittlung des Verwaltungsvermögens dann weiterhin identisch. Keine quotale Schuldenverrechnung nach Absatz 6, also wir machen kein Nettoverwaltungsvermögen, sondern es bleibt beim Bruttoverwaltungsvermögen mit Ausnahme hier des Schuldenabzugs von Finanzmitteln im Fall dieser Spalte Vollverschonung. Und so, das hatten wir schon, Altersversorgungsverpflichtungen können ausnahmsweise unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden. Wollen wir uns nicht weiter damit befassen. Und der Freibetrag für unschädliches Verwaltungsvermögen, der
spielt hier für diesen Test weder bei dem 90% noch beim 20% Test irgendeine Rolle. Und hier nochmal die beiden Rechtsfolgen nebeneinander gestellt. Einmal 85% Steuerbefreiung und bei der Vollversteuerung eben 100%. Der Abzugsbetrag von bis zu 150.000 spielt in der Vollversteuerung natürlich keine Rolle, denn wenn ich voll steuerfrei bin, brauche ich auch keinen Abzug mehr. Die Nachbehaltensvoraussetzungen sind jeweils für die Lohnsumme und für die Verfügungsbeschränkungen dann von 5 Jahren auf 7 Jahre verlängert. So, hier noch die Details zur Lohnsummenprüfung. Meine ich, brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Kommen wir zum nächsten Aspekt, zum Vorwegabschlag für Familiengesellschaft nach § 13a Absatz 9. Überhaupt der Gedanke, Familiengesellschaften noch einmal in gesonderter Weise einen Vorzug zukommen zu lassen, ist letztlich auch eine rechtspolitische Folge, gerade den Betriebsübergang innerhalb von Familien zu erleichtern und Familiengesellschaften als jetzt wirtschaftspolitische Stütze des deutschen Mittelstandes zu fördern. Wenn wir uns den Gesetzestext anschauen, § 13 Absatz 9, sehen wir, das ist wieder ein sehr langer Text. Ich fange mal an. Für begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 wird vor Anwendung des Absatzes 1 ein Abschlag gewährt, wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung Bestimmungen enthält, die. Und jetzt kommen drei wesentliche Punkte, die erfüllt sein müssen, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Erstens, die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5% des um die auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttung aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom Einkommen gekürzten Betrages des steuerrechtlichen Gewinns beschränken. Also, wir können uns merken, erster Punkt ist eine Entnahmebeschränkung. Zweiter Punkt ist die Verfügung über die Beteiligung an der Personengesellschaft oder den Anteil an der Kapitalgesellschaft auf Angehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder auf eine Familienstiftung beschränken. Also hier klar Bedingungen zur Erreichung des gesetzgeberischen Lenkungsziels, nämlich weiter Veräußerung nur innerhalb des Familienstammes, wenn man so will. Und dann drittens, für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, die unter dem gemeinen Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der Kapitalgesellschaft liegt. Also es darf keine Abfindung zum gemeinen Wert erfolgen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es nicht den Vorwegabschlag für Familiengesellschaft. Gehen wir einmal auf die Folien ein. Im Verhältnis zur Regel- oder Optionsverschonung ist der Vorwegabschlag vorrangig. Er wird in der Berechnungsstufe einen Schritt vorher angewendet. Ein Antragserfordernis gibt es nicht und ist auch dann anwendbar, wenn die Voraussetzungen für Regel- oder Optionsverschonung vorliegen. Das impliziert im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Er ist systematisch vorrangig, aber verdrängt eben die Regel- oder Optionsverschonung nicht. Und der Vorwegabschlag für Familiengesellschaften kann interessant sein als Gestaltungsmittel, wenn es sich um Erwerbe handelt, die größer 26 Millionen sind und deswegen nicht per se unter
die Regel- oder Optionsverschonung fallen. Die Voraussetzung hatte ich gerade schon einmal aus dem Gesetzestext vorgelesen, hier jetzt noch einmal anhand der Folien zu besprechen. Also erstens, der Gesellschaftsvertrag beschränkt die Entnahme bzw. Ausschüttung auf maximal 37,5% des steuerlichen Gewinns. Gewinne können entnommen werden, um die anfallenden Steuern zu zahlen, was insbesondere für Personengesellschaften wichtig ist, weil aufgrund des Transparenzprinzips der Personengesellschaft her den Gewinn zu versteuern hat, selbst wenn er ihn nicht entnommen hat. Von Ausschüttung sprechen wir bei Personengesellschaften ja nicht, aber sodass für Steuerzahlungszwecke dann die Entnahme erlaubt ist. Das macht auch Sinn, weil in der Regel die Steuern des Personengesellschafters, in der Regel des Mitunternehmers, nicht aus dem Privatvermögen beglichen werden können. Wenn eben nicht genug Privatvermögen vorhanden ist. So, weitere Voraussetzung ist, dass die Verfügung über die Geschäftsanteile ebenfalls beschränkt ist, und zwar in persönlicher Hinsicht bezogen auf Angehörige. Und die weitere Voraussetzung ist, dass der Gesellschaftsvertrag Abfindung unterhalb des gemeinen Wertes regelt. Was wir nicht vorgelesen haben, was im weiteren Gesetzestext aber dann auch noch enthalten ist, sind die Voraussetzungen, dass diese Regelungen bereits 2 Jahre Bestand haben müssen. Damit will der Gesetzgeber gewisse missbräuchliche Gestaltungen ausschließen, dass man anlässlich eines Erwerbes kurz vorher den Gesellschaftsvertrag verändert, um die Voraussetzungen des Vorwegabschlags zu erfüllen. Und jetzt kommt eine Regelung, die man ein bisschen die Stirn runzeln kann. Nämlich diese Regelung müssen sage und schreibe 20 Jahre weiter bestehen. Das ist schon eine beachtliche Bedingung, da wird man sich fragen, wie man dieses allein einhält. Denn meines Wissens werden Akten auch in den Finanzämtern so lange gar nicht verwahrt. Jedenfalls ist auch von der Sinnhaftigkeit diese Regelung doch sehr fragwürdig. In der heutigen Zeit wird man sicherlich eine Unternehmensplanung nicht auf einen Zeitraum von 20 Jahren erstrecken. Dafür wandeln sich die Verhältnisse viel zu schnell. Und als Gesellschafter heute, der überlegt, sein Familienunternehmen so zu strukturieren, dass es dann vorwegabschlagstauglich ist, muss man sich dann ja auch fragen, möchte ich eigentlich aus dem Unternehmen dann irgendwann mal ausscheiden und keine Verkehrswertabfindung erhalten, nur damit andere, nämlich dann der Erwerber, davon profitiert. Das ist so dann in gewisser Weise die kaufmännische Seite, die sich dann der Gesellschafter, die der Gesellschafter dann für sich erwägen muss, ob der Verzicht auf Abfindung es wert ist, die Gesellschaft oder das Unternehmen vorwegabschlagsfähig zu machen. So, aber gucken wir uns die Rechtsfolge im Einzelnen an. Begünstigtes Vermögen wird um einen Abschlag gekürzt, und zwar vor Anwendung der Regelverschonung. Das hatten wir schon erwähnt. Und jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, wie hoch ist denn der Abschlag? Und das ist auch in gewisser Weise eine merkwürdige Regelung, und zwar hängt die Höhe des Abschlags davon ab,
inwieweit die Abfindung prozentual zum gemeinen Wert gemindert ist. Und der Abschlag beträgt maximal 30% des begünstigten Vermögens. Also ich muss schauen, wenn ich auf 30% bezogen auf den gemeinen Wert verzichte, dann wäre ich in der Situation, dass ich den maximalen Abschlag bekomme, weil nicht ich, sondern dass der Erwerber vor Anwendung der Regelverschonung 30% vom begünstigten Vermögen abziehen kann. Ich habe schon erwähnt, das ist sicherlich nicht nur eine steuerrechtliche Frage, sondern auch eine Frage, inwieweit ein Gesellschafter tatsächlich auf das verzichten möchte, was er erwirtschaftet hat, was letztendlich ja auch irgendwo die unternehmerische Lebensleistung repräsentiert. Aber gut, das Gesetz gibt hier dann auch jedem Familienunternehmen die Freiheit, das zu diskutieren und dann gegebenenfalls auch so zu regeln, um in die Begünstigung zu kommen. Ob das tatsächlich praktisch relevant wird, wird sicherlich davon abhängen, wie die Vermögensverhältnisse bei den einzelnen Gesellschaftern dann tatsächlich sind. Machen wir dazu ein Beispiel. Das Beispiel ist genannte Grundfall. Im Grundfall besteht bei einem begünstigten Erwerb von 10 und Anwendung der Regelverschonung ein steuerpflichtiger Erwerb von 1,5. Jetzt unterstellen wir, dass der Vorwegabschlag in maximaler Höhe vorgenommen werden kann. Dann bedeutet das, dass der Erwerb von 10 im ersten Schritt um 30% auf 7 gekürzt wird. So, und dann wird die Regelverschonung wird dann eben angewendet auf die 7 und nicht wie vorher auf die 10, was natürlich dann zu einem niedrigeren steuerpflichtigen Erwerb führt. Hier dann 1,05 anstelle von 1,5. Ein weiteres Beispiel. Auf den B als Alleinerben sind 50% der Anteile an einer GmbH, Wert der erworbenen Anteile 400.000, übergegangen. Davon begünstigtes Vermögen 3.800.000. Auch hier habe ich 400.000 gesagt, muss natürlich heißen 4 Millionen. Hier dann 3,8 Millionen begünstigtes Vermögen. Das bedeutet 200.000 nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen. Der Betrieb hat nicht mehr als 5 Beschäftigte. Die Entnahme von Gewinnen ist durch Satzung auf 30% des Gewinns beschränkt. Anteile können nur in gerader Linie vererbt werden. Für den Fall des Ausscheidens sind 90% des Verkehrswertes abzufinden. So, das gucken wir uns jetzt mal in der Berechnungsmechanik an. Die Anteile an der GmbH sind begünstigt und der Sachverhalt, jetzt mache ich mal den Laserpointer an. Der Sachverhalt sagt 3,8 Millionen Euro. Der Vorwegabschlag beträgt 10%. Das ist der Familienabschlag nach § 13a Absatz 9. Das wären hier 380.000 Euro. Dann verbleibt die Differenz. Auf die Differenz wird der Verschonungsabschlag nach 13 Absatz 1 angewendet, 85%, das ist dann der Abzugsbetrag, sodass im Ergebnis 513.000 Euro verbleiben. Dann der Abzugsbetrag nach 13a Absatz 2, also diese 150.000, die dann bei höherem Erwerb abschmelzen, ist hier 0. Und wie wird das ermittelt? Ermittelt wird das hier in diesem roten Kästchen, das habe ich da umrandet, damit das für Sie
deutlicher ist in der Nachvollziehen der Lösung hier. Also der Abzugsbetrag beträgt vom Grundsatz her 150.000 Euro. Der verbleibende Wert beträgt 513.000 Euro. Hiervon wird der Abzugsbetrag abgezogen. Das ist der Unterschiedsbetrag, ist 363.000 Euro und hiervon 50%. Das sind 181.500 Euro und wir sehen, der wird komplett absorbiert. So viel zu den Voraussetzungen und Beispielen. Hier zur Vertiefung und zum Verständnis nochmal ein weiteres Beispiel. Der V ist Gesellschafter eines Familienunternehmens. Und der Gesellschaftsvertrag enthält Entnahme-, Verfügungs- und Abfindungsbeschränkungen im Sinne des § 13 Absatz 9 Erbschaftssteuergesetz. Diese werden auch tatsächlich gelebt. Die Beschränkungen bestehen seit über 2 Jahren. Im Januar 2017 schenkt und überträgt V seinen Anteil seinem Kind K. Welche der folgenden Handlungen sind nachsteuerschädlich? Im Jahr 2030 verkauft und überträgt K seinen Anteil an einen fremden Dritten. Schädlich oder nicht? Wir haben eingangs gesehen, dass die Regelungen bis zu 20 Jahren in die Zukunft reichen, sodass hier ein Veräußerungsfall vorliegt, der jedenfalls in diese Zeitspanne fallen würde. Und da das Familienprivileg voraussetzt, dass ich nur an Angehörige übertrage und nicht an Fremde, wäre das sicherlich hier ein schädlicher Sachverhalt. Anders dagegen, wenn man es an einen Mitgesellschafter überträgt, das wäre die zweite Variante, und bei der dritten Variante, es wird jetzt bei der GmbH eine Kapitalerhöhung beschlossen. Die neuen Anteile an der Gesellschaft werden nicht von den Altgesellschaftern übernommen, sondern von dem Neugesellschafter D. Und jetzt unterstellen wir, dass der D ein Dritter ist. Dann meine ich, wäre das hier nicht anders zu würdigen, als wenn man den Anteil über den Anteil verfügt hätte. Sodass das aus meiner Sicht auch schädlich wäre. Vierte Variante, jetzt wird die Familiengesellschaft auf die Z GmbH verschmolzen. Hier würde ich die Lösung davon abhängig machen, wie die Z GmbH ihrerseits strukturiert ist. Wenn an der Z GmbH dieselben Gesellschafter beteiligt sind wie an der F GmbH, was wir nicht wissen, dann meine ich, wäre das kein schädlicher Vorgang. Ansonsten hätten wir eine Übertragung, zumindest teilweise, wir hätten eine Übertragung, die in der Rechtsfolge dazu führen würde, dass zumindest dann teilweise Fremdgesellschafter an dem Unternehmen der F GmbH, was nach Verschmelzung zum Unternehmen der Z GmbH gehören würde, aber sozusagen im Kern wären dann Dritte an dem Betriebsvermögen der F GmbH beteiligt und das soll ja gerade ausgeschlossen werden. So, und die Gesellschafter verkaufen, übertragen alle Wirtschaftsgüter der F GmbH an einen fremden Dritten. Da stellt sich natürlich zuerst die Frage, haben wir nicht sozusagen eine schädliche, nachträgliche Veräußerung? Jetzt schauen wir ins Jahr 2030, da wären die Fristen abgelaufen. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass
die Voraussetzungen für die Familienbegünstigung eigentlich nur zum Gegenstand hat, dass über die Anteile an der Gesellschaft nur innerhalb der Gruppe der Angehörigen verfügt werden darf. Da steht dann nichts vom eigentlichen Kern des Unternehmens, was sich ja sozusagen, was in der Gesellschaft ist und was zum großen Teil dann eben auch durch die Assets der Gesellschaft repräsentiert wird. Würde das veräußert, fiele das meines Erachtens nicht unter den Normtext, wäre aber sicherlich vom gesetzgeberischen Willen, von der Teleologie der Norm erfasst. Denn der Kern des Unternehmens soll ja gerade in der Familie bleiben, wird aber schwierig, hier diesen Sachverhalt dann tatsächlich als nachsteuerschädlich zu betrachten. Ich würde dazu neigen, es als nachsteuerschädlich anzusehen. So viel zum Vorwegabschlag für Familienunternehmen. Das ist die Brücke jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zu den Großerwerben, die nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nur dann begünstigt sein dürfen, wenn besonders hohe Rechtfertigungsvoraussetzungen vorliegen. Anders gewendet, die Steuerbefreiung oder die Verschonung bedarf halt weiterer gesteigerter Anforderungen. Und wir hatten es eingangs schon erwähnt, die Begriffe sind schon gefallen. Es gibt einmal nach § 13c das Verschonungsabschmelzungsmodell und nach § 28a die Verschonungsbedarfsprüfung. Fangen wir an mit dem Abschmelzungsmodell nach § 13c Absatz 1. § 13c Verschonungsabschlag bei Großerwerben von begünstigtem Vermögen. Überschreitet der Erwerb von begünstigtem Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 die Grenze des § 13 Absatz 1 Satz 1 von 26 Millionen Euro, verringert sich auf Antrag des Erwerbers der Verschonungsabschlag nach § 13 Absatz 1 oder Absatz 10 um jeweils einen Punkt für jede vollen 750.000 Euro, die der Wert des begünstigten Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 2 den Betrag von 26 Millionen übersteigt. Im Fall des § 13 Absatz 10 wird ab einem Erwerb von begünstigtem Vermögen im Sinne von 13b Absatz 2 in Höhe von 90 Millionen ein Verschonungsabschlag nicht mehr gewährt. So, schauen wir uns jetzt Erwerbe an, die genau zwischen 26 und den 90 Millionen liegen. Voraussetzung ist also, dass wir begünstigtes Vermögen haben, aber es ist die Wertschwelle des 13 Absatz 1 überschritten, sodass wir nicht mehr in die Regelverschonung kommen. Dann können wir einen Antrag stellen und der Verschonungsabschlag schmilzt. Mit anderen Worten, wie in kommunizierenden Röhren, die Steuerbefreiung wird zurückgenommen, je höher der Erwerb ist. Und der Verschonungsabschlag schmilzt im Extremfall bis auf Null. Und zwar in Prozent gerechnet jeweils um 1% um jede volle 175.000 Euro, die der Erwerb höher ist als 26 Millionen. Und wenn man das dann durchrechnet, werden wir bei 89,75 Millionen Euro bei der Regelverschonung auf Null und bei 90 Millionen Euro, sagt der Gesetzestext,
wird kein Verschuldungsabschlag mehr gewährt. Hier noch ein Hinweis. Mehrere Erwerbe werden zusammengerechnet und hier besteht ein Streit, ob Erwerbe vor dem 1.7.2016 einzubeziehen sind. Was ist Hintergrund dieses Streits? Hintergrund ist, dass die Neuregelung, also der Verschuldungsabschlag bei Großerwerben, eben erst seit diesem Zeitpunkt gilt. Dann könnte man ja auch argumentieren, dass dann nur Erwerbe, die nach diesem Datum stattfinden, auch von der Regelung erfasst sein können. Ja, wie gesagt, das ist strittig. Die Finanzverwaltung bezieht diese Erwerbe ein. Ich meine in diesem Fall zu Recht, weil es auch keinen Vertrauensschutz gibt. Es gibt auch keinen Grund dafür, hier jetzt Vertrauensschutz zu gewähren. Man muss immer damit rechnen, dass sich auch ein Steuergesetz und die Voraussetzungen dazu verändern. Und von daher würde ich hier der Auffassung der Finanzverwaltung zustimmen. So, Rechtsfolgen hatten wir besprochen und ich hatte eingangs schon mal erwähnt, dass dieser Familienabschlag nach 13a Absatz 9 ein Gestaltungsmittel sein kann bei Großerwerben, die so knapp über der Schwelle von 26 Millionen liegen. Und dazu folgendes Beispiel. Wir haben einen begünstigten Erwerb von 35 Millionen, sodass wir klar aus dem 13a Absatz 1 raus sind und gegebenenfalls einen Antrag nach 13c Absatz 1 stellen können. So, wie sieht dann die Lösung aus? Wir knüpfen gedanklich an die Regelverschonung des Paragraphen 13a Absatz 1 an und haben den Ausgangswert von 85%. Dieser verringert sich um 1 Prozentpunkt pro 750.000 Euro. Und jetzt berechnen wir, dass um wie viel Prozentpunkte er sich hier verringert. Das ist mathematisch jetzt keine große Kunst. Wir bilden einmal die Differenz zwischen 35 und 26, unserem gesetzlichen Schwellenwert, und teilen diese Differenz durch 0,75. Das ist hier vereinfacht, das repräsentiert die 750.000 und hier habe ich auch die Nullen weggelassen, sodass wir dann auf 12 kommen. Das heißt, 12 Prozentpunkte reduziert sich der Regelverschonungssatz. Dann sind wir bei 85 minus 12 gleich 73. Das bedeutet, unter Anwendung dieses neuen Verschonungsabschlagssatzes von 73%, angewendet auf 35 Millionen, kommen wir zu einer Bemessungsgrundlage von 9,45 Millionen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, noch einmal das gerechnet im Bereich für die Vollverschonung, dann müssen wir die 12 Prozentpunkte, der Verringerungssatz von 100% minus 12, sind wir dann bei 88% und das wäre dann eine Bemessungsgrundlage von 4,2 Millionen Euro. Jetzt kommen wir dazu, dass wir einmal überlegen, wie wäre das, wenn wir den Vorwegabschlag nach 13 Absatz 9 hier anwenden könnten. Dann sehe die Rechnung wie folgt aus. Wir haben einen begünstigten Erwerb in Höhe von 35 Millionen. Der Vorwegabschlag von 30% wäre 10,5 Millionen, also 30% von 35. Die 10,5 ziehen wir von den 35 ab und hätten dann ein verbleibendes begünstigtes Vermögen von 24,5. Und siehe da, wir sind unterhalb der 26 Millionen Schwelle
und können jetzt die Regelverschonung anwenden, sodass wir auf eine Bemessungsgrundlage von 3,675 Millionen Euro kämen. Und wir könnten auch die Optionsverschonung, also die Vollverschonung, anwenden mit 100%iger Steuerfreistellung als Rechtsfolge. Dann wäre die Bemessungsgrundlage 0. Sie sehen, insofern kann der Familienabschlag sehr sinnvoll sein, wenn man dadurch sich von einem Großerwerb in einen Regelerwerb hineinstrukturieren kann. Kommen wir jetzt zur Verschonungsbedarfsprüfung. Dies ist ein alternatives Instrument, was der Steuerpflichtige in Anspruch nehmen kann. Der ist weiter hinten im Gesetz geregelt, § 28a. Auch hier bitte ich Sie einmal mitzulesen. Und der Gesetzeswortlaut lautet wie folgt: Überschreitet der Erwerb von begünstigtem Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 die Grenze des § 13a Absatz 1 Satz 1 von 26 Millionen Euro, ist die auf das begünstigte Vermögen entfallende Steuer auf Antrag des Erwerbers zu erlassen, soweit er nachweist, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen im Sinne des Absatzes 2 zu begleichen. Es gibt noch weitere Voraussetzungen hier, die wir aufgrund der Länge des Gesetzestexts nicht im Einzelnen lesen wollen. Aber Sie sehen hier die Rechtsfolge. Wir haben hier nicht eine Steuerbefreiung, sondern einen Erlass auf Antrag. Das heißt, die Steuer oder die Entlastung von der Steuer kommt erst durch eine behördliche Entscheidung, nämlich durch eine Erlassentscheidung. Was sind die Voraussetzungen? Im ersten Schritt brauchen wir oder muss ein begünstigter Erwerb von mehr als 26 Millionen Euro vorliegen. Wir haben gerade gesehen, dass bei diesem Sachverhalt im Prinzip auch die Abschmelzregelung nach 13c Anwendung finden kann, aber eben nur bis zu einem Erwerb von 90 Millionen. Sodass wir im Bereich zwischen 26 und 90 Millionen praktisch wählen können zwischen dem Regelungsregime des 13c oder des 28a. Und wenn wir darüber hinauskommen, haben wir eigentlich nur noch das Instrument des 28a zur Verfügung. Ein Antrag ist erforderlich. Und hier sehen Sie wieder die Voraussetzungen, die Sie schon aus dem 13 Absatz 5 kennen. Keine Weiterübertragungsverpflichtung. Also der Gesetzgeber ist schier von dem Gedanken getrieben, man könnte Missbrauch betreiben dadurch, dass derjenige, der Erwerber wird, dieses Vermögen dann weiter überträgt. Ferner muss der Erwerber den Nachweis erbringen, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen zu begleichen. Das heißt, verfügbares Vermögen ist ein weiteres Tatbestandsmerkmal, das wir uns anschauen müssen. Rechtsfolge wäre dann der Erlass, und zwar soweit keine private Leistungsfähigkeit besteht, so möchte ich es jetzt einmal abkürzen. Und dieser Erlass ist auflösend bedingt nach Absatz 4, wenn, und hier haben wir einen Katalog von Regelungen, die wir schon kennen. Und das sind einmal Lohnsummenregelungen, Behaltensfristen und so weiter. Wird die Steuer nicht erlassen, dann gibt es eine weitere Stundungsmöglichkeit nach § 28 Absatz 3, das nur
der Vollständigkeit halber. Kernelement ist die Frage, liegt verfügbares Vermögen zur Steuerzahlung vor? Und der Gesetzgeber sagt, die Hälfte des Vermögens muss der Erwerber einsetzen. Und zwar 50% der Summe der gemeinen Werte des erworbenen Vermögens, das kein begünstigtes Vermögen gemäß § 13b Absatz 2 ist, und des dem Erwerber bereits gehörenden Vermögens, das nicht zum begünstigten Vermögen gehören würde. Mit anderen Worten, der Erwerber müsste auch sein Privatvermögen zur Hälfte einsetzen, um die Erbschaftssteuerschuld zu begleichen. Auflösende Bedingungen sind, jetzt gerade schon ganz grob einmal vorweggenommen, einmal die Lohnsummenunterschreitung. Und zwar wird hier abgestellt auf die Lohnsumme nach 13 Absatz 10. Das ist die Lohnsumme für die Vollverschonung. Erwirbt der Erwerber nach unserem hier relevanten steuerlichen Erwerb später noch innerhalb von 10 Jahren weiteres Vermögen hinzu, ist dieses nachträglich noch einzusetzen. Und dadurch entfällt dann ganz oder teilweise ein ursprünglich gewährter Steuererlass. Damit das für die Finanzverwaltung administrierbar ist, muss der Erwerber die Sachverhalte, die zu einer Auflösung führen, die also die auflösende Bedingung ausmachen, dann anzeigen. Machen wir ein Beispiel. Im Januar 2017 erbt Kind K begünstigtes Betriebsvermögen im Wert von 30 Millionen Euro. K beantragt einen Steuererlass aufgrund der individuellen Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a Erbschaftssteuergesetz. Der K verfügt über nicht begünstigtes verfügbares Vermögen von 2 Millionen Euro, darunter das von ihm selbst genutzte Familienwohnheim. Frage ist nach einem Steuererlass nach § 28a. Die Erbschaftssteuer würde hier 9 Millionen Euro betragen. Und K muss 50% seines verfügbaren Vermögens einsetzen, um die Steuer zu begleichen. Wir haben gesagt, der Sachverhalt sagt, er hat 2 Millionen Euro verfügbares Vermögen. Und auch wenn es sich dabei um das Eigenheim handelt, ist es verfügbares Vermögen, was zur Steuerzahlung eingesetzt werden muss. Also die Hälfte von 2 Millionen ist 1 Million und für den Rest kann das Kind einen auflösend bedingten Steuererlass beanspruchen in Höhe der restlichen 8 Millionen. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn ein Nacherwerb stattfindet. 3 Jahre später erbt E von einem guten Freund nicht begünstigtes Vermögen in Höhe von 10 Millionen. Was passiert dann? Infolge des Nacherwerbs entfällt der Steuererlass, das heißt die alte Steuerschuld wieder auf. Kann aber erneut beantragt werden. Dieser Halbsatz ist wichtig, aber nicht zu den alten Bedingungen, denn der Nacherwerb erhöht das verfügbare Vermögen. Das heißt, von dem nacherworbenen verfügbaren Vermögen in Höhe von 10 Millionen muss er wiederum 5 Millionen einsetzen, um die Steuer zu zahlen. Das heißt, von den erlassenen 8 Millionen müsste er 5 Millionen einsetzen und dann würden die restlichen 3 Millionen erlassen. Das ist die gedankliche Mechanik dieser Regelung. So, hier noch einmal die Regelung für Großerwerbe nebeneinander gestellt. Ich meine, aus Zeitgründen, wenn wir heute noch einen Fall besprechen wollen, sollte ich das jetzt nicht mehr im Einzelnen besprechen. Komme ich auch schon zur Berechnung der Steuer. Das ist jetzt kein Spezifikum der Unternehmensnachfolge, sondern ist
die Tabelle, die für jeden Erwerb gilt, und zwar gibt die Tabelle Auskunft über den Steuertarif in Abhängigkeit der Steuerklasse, die sich wiederum ergibt aus den persönlichen Verhältnissen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht im Einzelnen näher besprechen. Im Zusammenhang des Paragraphen 19 haben wir noch eine unternehmensspezifische Regelung, auf die ich eingehen muss, um es das Bild an der Stelle rund zu machen. Und der Paragraph 19a ist eine Tarifnorm oder besser gesagt eine Tarifverschonungsregelung für erworbenes Unternehmensvermögen und bewirkt im Ergebnis, dass ein Erwerber, der nicht per se von sich aus die Steuerklasse 1 hat, beispielsweise weil er nicht das Kind ist, sondern ein Neffe, also für solche Erwerber, die nicht per se Steuerklasse 1 sind, soll bezogen auf das erworbene Unternehmensvermögen die Steuer so bemessen werden, als wäre er in Steuerklasse 1. Und die Technik, mit der der Gesetzgeber das erreicht, ist der sogenannte Entlastungsbetrag. Das ist im Prinzip die Differenz zwischen der Steuer, die man zahlt, wenn man Steuerklasse 2 oder 3 ist und Steuerklasse 1 wäre. Und dann hier bezogen nochmal anteilig auf das Verhältnis des Gesamtvermögensanfalls zum begünstigten Vermögen. Aber gehen wir erstmal nochmal in den Zweck der Regelung. Der Entlastungsbetrag entspricht der Differenz zwischen der in Steuerklasse 2 oder 3 ermittelten, anteilig auf das Unternehmensvermögen entfallenden Erbschaft- und Schenkungssteuer und der bei einer Besteuerung nach Steuerklasse 1 auf das Unternehmensvermögen entfallenden Erbschaft- und Schenkungssteuer. Und das kann man auch wieder verformeln, macht die Sache fürs Verständnis vielleicht sogar einfacher. Man guckt erstmal bezogen auf das begünstigte Unternehmensvermögen, wie die Steuer wäre, wenn sie festgesetzt würde nach der eigentlich einschlägigen Steuerklasse, nämlich Steuerklasse 2 oder 3. Und dann schaut man, wie wäre die Steuer, wenn der Erwerber nicht 2 oder 3 wäre, sondern Steuerklasse 1. Dann gibt es einen Differenzbetrag. Dieser Differenzbetrag ist dann eine Zahl, ein Term, der mit der Multiplikation einer weiteren Zahl den Entlastungsbetrag begründet. Und die weitere Zahl ist letztendlich das, was wir hier in der obigen Satz als anteilig bezeichnen. Sozusagen anteilig auf das Unternehmensvermögen. Das unterstellt, dass es dann eben der Erwerb auch Vermögen beinhaltet, was eben nicht begünstigt ist. Und um das zu ermitteln, müssen wir wieder eine Bruchrechnung anstellen, und zwar den gesamten Vermögensanfall durch das begünstigte Vermögen dividieren. So, und das dann mit diesem Differenzbetrag mal nehmen, dann haben wir den Entlastungsbetrag. Die Regelung ist im Gesetz, im 19a, wenn Sie sich den Text anschauen wollen, nicht unkomplex formuliert, will ich mal sagen, und macht jetzt, bringt wenig Erleuchtung, wenn wir das, was ich jetzt erläutert habe, noch einmal lesen würden. So, was sind die Voraussetzungen, um die Tarifverschonung oder den Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen zu können? Also der Erwerber muss eine natürliche Person sein, entweder Steuerklasse 2 oder 3. Wäre er Steuerklasse 1, würde sich das Problem nicht stellen. Und begünstigt ist der nicht unter 13 Absatz 1 oder 13c fallende Teil des Vermögens, also bei der Regelverschonung die 15%, die dann letztendlich der Besteuerung unterliegen. Beim Abschmelzmodell eben das, was nach Abschmelzung als begünstigtes Vermögen
verbleibt. Bei der Optionsverschonung hat die Norm keinen Anwendungsbereich. Das ist klar, wenn ich eine 100%ige Steuerbefreiung habe, da muss ich mir über Tarifverschonung keine Gedanken mehr machen. Keine Tarifverschonung tritt ein, wenn der Erwerber zur Weitergabe des Vermögens verpflichtet ist. Sie kennen diese Voraussetzungen bereits. Und auch nicht, wenn der Erwerber verpflichtet ist, auf Miterben zu übertragen im Rahmen einer Nachlassteilung. Das heißt, diejenigen, die durch die Nachlassteilung begünstigtes Vermögen erwerben, für die ist dann der Tarif gesondert, nach den gesonderten persönlichen Voraussetzungen zu ermitteln. So, rechtsfolgend ist der Entlastungsbetrag, der im Ergebnis die Fiktion herstellt, als wäre der Erwerber Steuerklasse 1. Das hatten wir gerade schon in der Berechnungsformel gesehen. Und hier, das ist an der Stelle in gewisser Weise redundant. Ja, rechtstechnisch führt es zu einer Aufteilung der Erwerbsteile. Wir müssen sozusagen in einer Spartenrechnung einmal das begünstigte Vermögen trennen von dem nicht begünstigten Vermögen, sodass wir auch für beide Erwerbsteile dann unterschiedliche Steuertarife haben. Das nicht begünstigte Vermögen wird dann in der Steuerklasse 2 oder 3 tarifiert und das begünstigte dann wie Steuerklasse 1. Dadurch, dass es zusammengerechnet wird, erzielen wir sowas wie eine Art Progressionsvorbehalt. Denn durch die Art und Weise, wie der Entlastungsbetrag ermittelt wird, aufgrund der Verhältnisrechnung wird Teil des Gesamterwerbs einbezogen, sodass wir im Prinzip für einen höheren Steuertarif haben, als würden wir nur isoliert auf das erworbene begünstigte Vermögen abstellen. Auch die Tarifverschonung kann rückwirkend entfallen, sofern der Erwerber gegen die Behaltensregeln verstößt. Machen einmal ein Beispiel, damit Sie sehen, dass auch ein einfaches Beispiel eine gewisse Komplexität bereits aufweisen kann. Ein Erblasser macht seiner Lebensgefährtin begünstigtes Vermögen im Sinne von § 13 b Absatz 2 im Wert von 5 Millionen Euro sowie übriges Vermögen im Wert von 3.270.000. Das Beispiel ist entnommen hier aus dem Kommentar von Jülicher und die Lösung lautet dann wie folgt, also das Vermögen im Sinne von 13a ist laut Sachverhalt 5 Millionen, Familienvorwegabschlag gibt es nicht in dem Beispielsfall, sodass wir den Verschonungsabschlag anwenden mit 85%, also 85% von 5 Millionen sind 4,25 Millionen Euro, die Differenz sind 57.000. Der Wert des übrigen Vermögens wird dann hinzuaddiert, das sind 3,27 Millionen, macht dann 4,02 Millionen abzüglich persönlicher steuerpflichtiger Erwerb. Nach Steuerklasse 3 sind das 1,2 Millionen, nach Steuerklasse 1 bei 19% Tarif 760.000 und hier haben wir den Differenzbetrag. Das ist der Betrag aus der Tabelle von vorhin. Da sind wir jetzt aber noch nicht am Ende. Wir müssen jetzt noch multiplizieren mit dem Relationsbetrag, nämlich aus Relation steuerpflichtiges Betriebsvermögen zum gesamten Vermögensanfall. Und das sind 18,6%. Und die Differenz multipliziert damit, ist dann letztendlich der Entlastungsbetrag, sodass die Steuer dann 1,117 Millionen Euro in dem Beispielsfall beträgt. So, kommen wir zur Steuerfestsetzung und Erhebung. Hier ist Verweis auf eine einkommensteuerrechtliche Vorschrift, nämlich § 35b. Diese Vorschrift ermöglicht, Erbschaftssteuer auf die Einkommensteuer anzurechnen, weil es durchaus sein kann, dass auf denselben Erwerb sowohl Einkommensteuer als auch Erbschaftssteuer anfällt. Das beispielsweise in den Fällen,
wo wir bei einer Fortsetzung einer Gesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaftern eine Abfindung über den Buchwert haben. Das wäre dann einkommensteuerlich ein Fall von § 16 EStG mit der Veräußerung, mit der Besteuerung stiller Reserven. Und gleichzeitig wäre es ein schenkungssteuerrechtlicher Sachverhalt. So, was haben wir hier noch? Sonderregelung für Unternehmensübertragung, Stundung gemäß § 28 Erbschaftssteuergesetz. Das ist nochmal tatsächlich eine Sonderregelung nur für Unternehmensübertragungen, aber auch nur bei Erwerben von Todeswegen, nicht bei Schenkungen. Und die Voraussetzungen des § 28 sind einmal, dass begünstigtes Vermögen übertragen wird. Die darauf entfallende Erbschaftssteuer ist ein Gegenstand der Stundung. Sie erfolgt nur auf Antrag und wie schon erwähnt nur bei Erwerb von Todeswegen. Und die Lohnsummenregeln und Behaltensfristen müssen ebenfalls beachtet werden. Wird dagegen verstoßen, dann endet die Stundung und die Steuer wird sofort fällig. Wie sieht die Stundung inhaltlich aus? Gestundet werden kann die Steuer auf maximal 7 Jahren und nach Ablauf des ersten Jahres ist die Stundung auch zu verzinsen. Das hatte ich schon erwähnt. Wenn wir gegen Lohnsummenregelungen oder Behaltensfrist verstoßen, dann entfällt auch die Stundung. Dann würde ich jetzt hier beenden an der Stelle.